Du bist Fahrstuhlhaber und willst dein Großklassengeschäft im BKF-Bereich ausbauen oder willst allgemein erste Erfahrungen damit machen, zum Beispiel Bildungsgutscheine oder noch mehr lukrative Bildungsgutscheine anzunehmen oder unter anderem weitere Kooperationen mit Firmen eingehen? Dann bleib jetzt dran, ich habe was für dich. Mein Name ist Lukas Gronemeyer, ich bin Leiter Projektmanagement und Marketing der Sanol Media GmbH und wir helfen bereits deutschlandweit unzähligen Fahrschulen dabei, ihr Großklassengeschäft im LKW- und Busbereich, sprich C- und D-Bereich, auszubauen. Und mal jetzt direkt eine Frage am Anfang für dich. Was machst du bereits dafür, um dort noch mehr Kunden und noch mehr Anfragen zu generieren? Dafür habe ich erstmal zum Start 3 Fragen für dich mitgebracht, die kannst du gerne mal notieren und dir einfach mal Gedanken dazu machen. Erste Frage. Was machst du zum Beispiel dafür, um bekannter bei den Jobcentern oder der Agentur für Arbeit zu werden? Zweite Frage, was machst du, um aktiv Personen anzusprechen, die bereits einen Bildungsgutschein haben oder potenziell für einen Bildungsgutschein geeignet sind? Und die dritte Frage ist, was machst du aktiv, um deine Fahrschule, deinen Ausbildungsbetrieb bei Unternehmen in der Region zu platzieren und dort als Experte aufzutreten? Nein, ich rede hier nicht von irgendeinem Text auf deiner Webseite, der das irgendwo ganz versteckt mal erwähnt. Ich rede hier wirklich von einer langfristigen Strategie, wie du eben diese 3 Punkte ansprechen kannst. Denn das sind so aus unserer Erfahrung nach die 3 größten und wichtigsten Punkte. Wirklich die Bildungsgutscheine zu erhalten oder auch Kooperationen mit den Firmen einzugehen. Wir stellen dich und deine Fahrschule da wirklich als Experten dar, regional als Platzhirsch aufzutreten. Da gibt es diverse Strategien und Möglichkeiten, die alle Wege abdecken. Sei es Online-Kampagnen, sowie auch Offline-Kampagnen, wo wir gerade im Großklassengeschäft sehr gute Erfahrungen mitgemacht haben. Um dir da mal direkt was mit an die Hand geben zu können, geh wirklich mal aktiv auf die Unternehmen zu. Zeig ihnen doch mal mit echten Beispielen, mit echten Praxistipps, was sie durch so Förderungsmöglichkeiten überhaupt einsparen können. Gerade jetzt zum 1.4. hat sich ja auch die Förderungshöhe dafür Unternehmen von den Mitarbeiteranzahlen geändert. Und das wirklich mal auch aktiv zu kommunizieren. Wir haben dafür unsere Partner eine gewisse Strategie ausgearbeitet, die wir auch erfolgreich bereits umsetzen. Aber wirklich mal, das gebe ich dir jetzt wirklich mal als Tipp mit, gib den Entscheidern, gib den Geschäftsführern dieser Unternehmen beispielsweise als Kooperation doch mal echte Zahlen an die Hand, was man da wirklich einsparen kann. Ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einer Fahrschule, da ging es darum, eine Kooperationskampagne zu starten. Das heißt, die Fahrschule hat sich beispielsweise aktiv bei einem Unternehmen gezeigt, beworben, wo es darum ging, Kraftfahrer in Ausbildung zu finden. Und zwar mit der Möglichkeit, dass eben die Fahrschule sagt, hey, wir suchen über Kampagnen, Offline-, Online-Kampagnen, die passenden Berufskraftfahrer zur Ausbildung für dich. Diese Kooperation entstand dann beispielsweise mit unseren Kampagnen, die wir dann für die Fahrschule schalten werden. Und so entsteht dann eben ein Synergieeffekt, wo man sagt, hey, wir können als Fahrschule wirklich auch für Einstellungen sorgen. Und so sind die wirklich aktiv und gehen auch weiter aktiv auf Unternehmen für Kooperationen zu. Damit meine ich wirklich mal dort anrufen, dort vorbeifahren, wirklich etwas machen und nicht einfach warten, bis sie irgendein Unternehmen mal meldet, weil es zum Beispiel BKF-Schulungen oder Weiterbildung braucht. Die Zeiten sind vorbei. Da muss man jetzt wirklich aktiv werden und das empfehle ich wirklich jedem, denn anders kann man aktuell sein Großklassengeschäft gar nicht mehr auf- und ausbauen. Diese und weitere Themen behandeln wir eben genau mit unseren Partnern und machen da eine maßgeschneiderte Strategie eben auf die Bedürfnisse der Fahrschule. Das heißt, wollt ihr zum Beispiel einen LKW, wollt ihr den Busbereich ausbauen, dann geben wir euch eben eine Strategie, nicht nur die Strategie, sondern liefern auch eben die passende Umsetzung damit an die Hand mit Online-Kampagnen, mit Offline-Kampagnen, dem Erstellen einfach von allen Assets, die dafür notwendig sind. Wenn wir uns das mal für deine Fahrschule genauso anschauen sollen, wenn wir mal eine Strategie für dich ausarbeiten sollen, wie du an mehr lukrative Bildungsgutscheine bekommst, wie du überhaupt erstmal bekannt wirst als Fahrschule, die Berufskraftfahrer ausbildet oder wenn du das ganze Thema schon angegangen bist und wenn du da mal den nächsten Schritt gehen möchtest, wirklich für eine BKF-Fahrschule, dann melde dich gerne bei uns. Schau doch mal auf www.sanol-media.de rein, trag dich einfach mal ein für ein kostenloses Erstgespräch. Einer unserer Fahrschulexperten wird sich dann mit dir in Kontakt setzen. Wir schauen uns wirklich deine aktuelle Situation an, wie es bei dir regional in deiner Fahrschule als Fahrschulunternehmer aussieht. Und dann sprechen wir über eine Strategie, die auch dir weiterhelfen wird. Ich freue mich auf dich. Viel Spaß. Bis zum nächsten Video.